Ich begrüße euch ganz herzlich hier zur Baureihe 103. Endlich wieder im Train Simulator. Hier ist Trains in Play und hier ist Köln Hauptbahnhof. Ja, die 103 von VR Virtual Railroads. Lange, lange wollte ich sie euch schon zeigen und mit der 103 und den wundervollen Rheingoldwagen mal eine Tour drehen hier von Köln nach Koblenz. Aber wir kamen halt vorher nicht dazu. Auch hier in den Wagen drin. Sehr, sehr schön, die Rheingoldwagen. Hier die erste Klasse Großraumwagen. Ach, herrlich. Das ist doch mal ein tolles Flair. Haben wir hier. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch der Panoramawagen mit dabei ist. Sieht aber nicht so aus. Aber wir haben ein Restaurant. Ach, auch wirklich ganz, ganz toll. Die Gastronomie hier. Rheingold, Rheingold. Super. Zurück in den Führerstand. So, dann machen wir uns mal die Batterie an, es sei denn, sie ist schon an. Shift B. Ich glaube, die Batterie ist schon an, ne? Dann schauen wir mal, wie es mit der Handbremse aussieht. Ups. Irgendwie verändert sich das Piktogramm nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt die Handbremse gelöst ist oder nicht. Kann ich gerade nicht beurteilen. Weiß ich nicht. So, dann gucken wir uns mal hier die Hauptluftleitung an. Da müsste eigentlich 10 Bar drin sein, das ist aber nicht der Fall. Daher drücken wir mal Shift und Plus. Und das bringt gar nichts. Okay, können wir den Fahrtrichtungswender Vorwärtsstellung packen? So, jetzt. Nee. Ich bin mir nicht sicher, wie das mit der Handbremse hier aussieht. Ah ne, ach da, der Hauptluftbelter da. Da, was erzähle ich denn da? Das ist die Hauptluftleitung. Das ist natürlich was anderes. Schwachsinn von mir erzählt. Der Pantograph ist schon oben. Genau. Dann die SIFA lassen wir aus. Machen wir die PZB an. Das wäre dann Shift 8. Achso, der Fahrtrichtungswender muss auf aus sein. Jetzt aber Shift 8. So, Zugart O ist aktiv, das ist gut. Die LZB mit Shift 6. Shift 6. Shift 6. Shift 6. Funktioniert nicht. Okay, weiß ich nicht, warum die LZB nicht funktioniert, ist aber auch egal. Dann einmal die Lampen vorne an. Jawohl. Und jetzt den Fahrtrichtungswender nach vorne. Dann müssen wir hier noch die Türen aufmachen. Müssen wir nicht. Die Fahrgäste sind schon zugestiegen. Dann können wir eigentlich die Bremsen lösen. Instrumentenbeleuchtung machen wir uns noch an. Und können theoretisch fahren, oder? Vielleicht war doch die Handbremse angelegt.
Okay, gut, wir rollen weiter. Das heißt, die Handbremse ist nicht angelegt. Jawohl. So, wir dürfen uns auch befreien. Fahren jetzt erstmal mit 40 aus. Können uns auch hier die Pultbeleuchtung anmachen. Was haben wir? Zugspitzensignale. Hier ist die PZB. Ne? Das können wir nicht bedienen. Was ist hier? Der Pantograph, glaube ich. Ne? Hauptschalter, das ist nicht bedienbar. Lampencheck. Ja, funktioniert. Hier können wir nichts bedienen. Der Sandstreuer. Die Trafo-Umschaltung ist hier nicht bedienbar bei der vereinfachten Variante. Schade. So, wir dürfen wie schnell fahren? Immer noch 40. Wir kennen ja den Teil hier aus Köln-Aachen von TSW 2 oder 3. Da fahren wir dann hier rechts auf den Gleisen weiter. Auch schön was los. Hier schön Rollmaterial. Ich glaube, das ist eine 294 da hinten. Intercity-Wagen. Dostos. Was haben wir hier an Wagen? Sind das die KIJLS? Ne, das sind die SHIMMNS und das sind die, das ist die 294, ne? Wo sind wir? Da sind wir. So, wir dürften hoch auf die 80. Vor Abbremsung. Ach ja, die 103. Eine wundervolle Lok. So, genug Screenshots gemacht, Zeit, sich auf die Strecke zu konzentrieren. Ich habe ehrlich gesagt vor Monaten mich ein bisschen damit beschäftigt,
Köln-Koblenz V2 oder was weiß ich für ein Update, Vegetations-Update hier drauf zu ziehen aus dem Rails im Forum. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das tatsächlich funktioniert hat oder nicht. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich nicht so oft im Train Simulator unterwegs bin, dass ich sagen könnte, ob das jetzt die Vanilla-Strecke ist, so wie sie DTG liefert. Oder ob das die geupdatete Vegetation ist. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie schon was geupdatet ist. Aber je ne sais pas. So 80 weiterhin. Wir durften, glaube ich, zwischenzeitlich 90 fahren, ne? Habe ich jetzt ignoriert. Vermisst. Haben Sie diesen Mann gesehen? Bisschen schade, dass die Trafo-Umschaltung in dieser vereinfachten Version der VR 103 nicht funktioniert. Aber das ist eben so eine Sache, ne, mit VR und deren Geschäftsmodell, mit diesen Expert-Line-Locks. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ist sicherlich für VR gut, ne, keine Frage, sonst würden sie es nicht machen, aber ich bin dann zum Beispiel, ups, das wollte ich nicht. Ich bin dann zum Beispiel doch sehr, sehr froh, dass es im TSV das nicht gibt, sondern die Loks halt alle in diesem Sinne in der Qualität, in dieser einen Qualität dann geliefert werden und dass da jetzt nicht, man jetzt nicht noch für zusätzliche Funktionen, die es eigentlich in der Lok geben müsste, noch extra Geld zahlen muss. So, 160 dürfen wir jetzt fahren. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Wagen auch 160 machen dürfen. Alles andere würde mich wundern, aber apropos Wagen, wir können es mal reinsetzen. Aha. Ganz, aber nur diesen Wagen interessant. Okay, schade. Mal hoch mit der Leistung. So, mal zwischendurch einen Schluck Wasser getrunken. Und dann mal hoch auf die 160. Können wir mal gut ausnutzen, weil so oft dürfen wir auf der Strecke nicht so schnell fahren. Hier links das Betriebswerk, das von Köln Hürth, glaube ich, oder? Das steht da eigentlich in Realität fett dran. Ne, steht aber hier nicht. Das ist auch übrigens, wenn man den Regionalexpress nimmt in Richtung Moviepark. Phantasialand, nicht Moviepark. Dann fährt man auch hier auf den Gleisen entlang. Ich bin mir dann nur nicht ganz sicher, wo man dann aussteigt. Vielleicht sehe ich ja noch. Wir waren jetzt hier. In, ja doch, Hürth, ja. Lag ich gar nicht mal so falsch mit.
Na. Na. Ah. Ich verpasse immer genau die Kameras. Okay, ich lasse es. Bin zu inkompetent dafür. Wieder hoch auf die 160 nach wie vor. Wahnsinn, wie schnell die Lok einfach auf Tempo kommt, ne? Das ist verrückt. Ich habe mir noch ein bisschen was an Rollmaterial abgestellt von DB Cargo. Da kommt 1994 entgegen. Sehr schön. Und vorbei am Bahnhof von. Cool. Ist nicht das Phantasialand sogar in Brühl? Also man sieht es nicht, aber theoretisch müsste es, glaube ich, irgendwo auf der rechten Seite sein. Doch ja, auf jeden Fall Fahrtrichtung rechts. Müsste man, glaube ich, sogar den Freefall Tower, glaube ich, sehen können aus dem Zug. Zwar ein bisschen weiter weg, aber man kann ihn eigentlich noch sehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass so wie die Landschaft da hinten aussieht, der Freefall Tower noch lange gesucht werden kann. Vorher finden wir den Mann aus dem Fahndungsplakat. So, das Signal ist nicht unseres. Und wir fahren durch den nächsten Bahnhof, der da heißt, das werden wir sofort herausfinden. Erstmal Leistung ein bisschen runter, bevor wir zu schnell werden. Zech, 16. Oder Sechtem? Was man in Realität so auf der Strecke sieht, ist unter anderem der Rhein-Ruhr-Express. Der fährt hier entlang. Der Siemens Mireo, glaube ich, auch. Den sieht man, glaube ich, auch als Regionalzug hier irgendwo auf der Strecke. Meine ich zumindest. Zwischen der fährt, da gibt es eine Regionalbahn, die fährt zwischen Köln und Bonn. Ich weiß aber leider, leider nicht, wie die Regionalbahn heißt, beziehungsweise wer sie betreibt. Und ich weiß auch nicht mehr genau, welcher Zug das war. Ich saß schon mal da drin, aber. Also ich glaube, es ist ein Siemens Mireo. Ja. Und Fernverkehr haben wir natürlich hier alles Mögliche, ne? Also Intercities sehen wir, ICEs,
die Eurocities der SBB fahren hier entlang. Die Nightjets fahren hier entlang. Und natürlich jede Menge Güterverkehr. Wobei der Güterverkehr tendenziell so eher noch rechtsrheinisch stattfindet und abläuft und abgewickelt wird, während hier linksrheinisch eher der Fernverkehr vor allen Dingen und aber auch der Regionalverkehr unterwegs sind. So, ich glaube, wir sind schon in unmittelbarer Nähe von Bonn Hauptbahnhof. Oder weiß ich nicht, ob wir da unmittelbar in der Nähe sind, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr weit. Aber da halten wir, glaube ich, nicht, ne? Ups. Ne, wir halten nur in Koblenz. Wir fahren hier durch Bonn gleich durch, wobei das hier nicht Bonn ist, sondern das ist Roisdorf. So, da kommt uns wieder was entgegen. Oder jemand. Ein Dosto. Mit der 146 vorne bespannt. Stimmt, die sieht man natürlich auch, wobei ich weiß gar nicht, ob man die aktuell überhaupt noch hier sieht. Ist ja jetzt auch nicht mehr so oft anzutreffen. Leider, muss ich sagen, denn ich finde ehrlich gesagt, die Dostos hier von Bombardier fand ich immer tatsächlich deutlich angenehmer als den Rhein-Ruhr-Express zum Beispiel. Ich finde, der als Fahrgast finde ich den Rhein-Ruhr-Express vom Komfort her nicht ganz so gut. Was ich auch nicht so gut finde, ist, dass wir eine Ankündigung auf 60 haben. Jetzt mal schnell runter müssen. Schneller. Verdammt. Oh. Das ist natürlich nicht so gut in der Sonderfahrt, ne? Ich hoffe, den Menschen ist die Suppe jetzt nicht vom Teller gefallen. I'm sorry. Lass auch warten, bis der Bremszylinder leer ist. Der Bremszylinderdruck unten ist so. Und jetzt können wir Leistung ausschalten. So schnell kann das passieren, ne? Ist das Bonn? Ja. Dürfen wir nur mit 60 durch.
So, den Intercity, den dürfen wir überholen. Ach, ist gar keine Lockdown. Oh, wir sind so schnell. Wir sind so schnell. Hier zu wohnen ist schon, also es ist bestimmt laut, aber es ist auch schon irgendwie cool, den ganzen Tag die Züge sehen zu können. Wäre schon nicht schlecht. So, wir dürfen auch schon wieder auf Geschwindigkeit hoch. Und zwar auf 100. Da ist das DTG-Symbol. So, ihr Lieben, heute ausnahmsweise mal werden wir die Fahrt in zwei Teile teilen. Das bedeutet, ich verabschiede mich jetzt. Mit dem nächsten Video seht ihr dann Teil 2 von der Fahrt. Von daher bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe.